Also wenn ich jetzt dann, ich lade mit dem Eurotrucks mal die neueste Version, dann kann ich da auch mal mitfahren. Währenddessen kann ich mal auf deinen Kanal gucken und schauen, ich soll dir irgendwas sagen. Genau, die letzte SMP-Folge, die rauskam. Welche Nummer war das? Warte Da könnt ihr mal, euch einen ich neuen muss Kanal mal. meiner angucken. Ja, für die sind noch nicht gemerkt, einen neuen Kanal meiner, der ist richtig Premium. Und ein neues Ich bin mir in falschen Ding eingeloggt und Kanalsdings. da habe ich dich nicht abonniert. Das wird nicht abonniert. Doch, hast du. Auf einem anderen Account. Niklas, wie kannst du? Oh. Naja, Kann was, ne? sieht schon ganz gut aus. Ja. Und ein Intro? Kommt noch. Genauso wie Auto, das in einer Endkarte endet. Kostenloses Design macht er. Ja. Ist allerdings ein bisschen launisch. Dafür ist es richtig Premium. Hast du mir nur Skype telefoniert oder was? Nein. Geschrieben. Er hat einmal versucht, mich umzubringen. Warum? Habe ich vergessen. Ich glaube, ich hatte noch irgendeinen Verbesserungsvorschlag. Du musst dir vorstellen, auf dem Fernseher würde das Teil, also das der Banner ursprünglich einfach dreimal untereinander sein. Und ich habe das jetzt so weit abändern können, damit der dann, also ich habe ihn dann halt dazu gebracht, das so weit abzuändern, damit das dann aus, damit das Bild einfach vergrößert nach außen. Aber ich konnte es nicht erklären. Haben wir ewig rum, da Aber hat das er sieht echt gesagt, der geil DD, aus. und dann hat er es richtig gemacht. Ach ja, das war lustig. Ach du Scheiße, was ist denn los mit dem realistischen Treibstoffverbrauch? Mein halber Tank ist leer. Wenn ihr gesagt, dass es nicht lustig ist, dann ist recht weitermachen, SMP oder? 42. Okay, das heißt, ich habe Folgen bis heute ist er. Heute ist der 19, 18, 19. 22. Das heißt, ich habe Folgen bis 44 oben. Oho. Glaube ich. Oben. Ja, die sich automatisch freischalten. Ich muss halt später Oh, noch in der. okay. Ah, das werde ich wahrscheinlich heute Nacht machen. Ich dachte, du wolltest ja nachts schlafen. Ich schlafe heute Nacht sowieso nicht, Niklas. Du kennst mich. Man kann sich nicht einfach so Oh. umgewöhnen. Da gucken, wie hoch mein Treibstoffverbrauch ist. 70 Liter auf 100 Kilometer. Nee, hä? Ach, was weiß ich. Huh? So, ich bleibe jetzt mal in der Mittelspur. Das müsste ich alle 10 Sekunden wechseln. Strikeout FX, woher hast du das? Von Oder woher, wie hast Strikeout du den gefunden? FX. Wie hast du den gefunden? Let's Player Forum. Oh. Ah, das sieht echt nice aus. Kann was, ne? Ja, und wie sieht das aus auf dem Handy? Ich glaube nicht so Premium. Kannst du mal kurz nachgucken? Ja, du guckst gerade nach, ne? Ich Richtig. hör's. Oh Gott, ist das nervig. Kannst am Ende, am anderen Ende des Zimmers nachgucken? Nein. Was super wäre. Aber das sieht genauso aus. Also da siehst du genau das Cherry Gaming. Okay, ich dachte, das wäre erst abgeschnitten. Aber er kann mitdenken, ja. Das ist echt gut. Kannst du ja auch mal anschreiben, vielleicht macht er dir auch was. Ja. Ein Auto und 3D-Intro, eine Endcard, Thumbnail, Profilbilder und ein Banner. Haha. Nee, Thumbnails, die kann ich übrigens immer noch selber hin. Ja, das mache ich auch lieber selber. Weil sonst muss man das halt immer wieder machen, immer wieder fragen, hey, ich brauch Thumbnails, hey, ich brauch Thumbnails, hey, ich brauch Thumbnails. Und ja, wenn er dann irgendwann sagt, nee, jetzt ist Ende, ich mach keine Designs mehr, ich hab einfach keinen Bock mehr, oder wenn er allgemein einfach mal keinen Bock hat oder nicht erreichbar ist, dann hat man verkackt. Deswegen Ja, möchte ich auch genau. kein festes LP Together machen, weil ich möchte nicht abhängig von anderen Leuten sein. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Nein, ist mir noch keinmal passiert. Aber ich tue das, was mir schon mehr als einmal passiert, damit ich ein Let's Play Together gemacht hat und dann plötzlich
Ja, es ist entweder nicht mehr weiterging oder die Folgen unregelmäßig kamen, weil eben der Let's Play Partner bzw. die Let's Play Partner keine Lust mehr hatten. Ja. Hätte ich auch gesagt. Genau. Blöd zum Fahren. Nein, ich habe keinen Unfall gebaut, ich bin einfach blöd. Da ist es. Ich war gerade nicht auf der gegenüberliegenden Fahrbahn. Nein, du doch nicht. Woher willst du das denn beurteilen? Ich kann das riechen, das liegt in der Luft. Wie riecht's? Schlecht. Definier schlecht. Space Engineers. Du findest Space Engineers schlecht? Nein. Ich werde nicht weiter fragen, sonst werde ich noch verwirrter, oder? Ich habe dir eine Frage gestellt auf ASK und du hast mir nicht geantwortet. Welcher warst du von den beiden Scheißfragen? Was waren denn für Fragen? Es war einmal, bist du schwul? Und die Das war andere werde ich ich. dir später erzählen. Oh. Das wäre. Nee. Da sperren die gleich meinen Kanal für alle unter 30. Was tue ich da auf Ah. mein ASFM? Oder. Du steckst sowieso. Du oder der Tim stecken dahinter. Das ist hundertprozentig sicher. 99% Irgendwas sicher. mit dem, der in der Wirt. Oh, weg ist er. Tja, Karma, ne? Hallo. Karma. Hallo. Du hast schlechtes Karma. Ich weiß. Das ist das Klären mit der kleinen Aufnahme. Ich mache sowieso die Aufnahme nur noch bis nach Frankfurt. Dann mache ich immer so, ich fahre irgendwo hin und dann mache ich die Aufnahme. Dann nochmal anders geht's frisch weiter mit einer neuen Aufnahme und neuen Gesprächsthemen hoffentlich. Wollen wir das Special machen? Ja, dann können wir das Special aufnehmen. Okay. Ich habe Okay. dir noch eine Frage gestellt. Hast du mir auch die andere Frage gestellt? Nein. Ich weiß, ich kenne die Frage nicht. Ja, okay, ich werde es dir dann später sagen. Die werde ich aber definitiv nicht in einem Video erwähnen. Warum? Weil du da andere Personen mit reinziehst, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Und ich sehe keinen Grund, die hier jetzt öffentlich auf YouTube zu nennen. Beziehungsweise Ach, dadurch ihren Ruf zu schade. schädigen. Ach, sie sind auf YouTube. Nein. Ein Ruf kann auch ohne YouTube geschädigt werden. Weil es Okay. einfach jeder auf der Welt sehen kann. Auch wenn es nur eine Lüge ist. Wo wohnt er? Um den es geht? Es geht nicht um Tim. Das würde ich sagen. Den Ruf gibt mir auch schon mal. Der hat nicht Und um mal den einen. Fehler. Und den auch nicht. Ich erzähl dir gleich, was die Frage war. Muss doch kurz 112 Kilometer warten. Ich glaube, ich weiß um wen. Ist es zufällig ein Angeber? Weiß ich nicht, ich habe keinerlei Kontakt zu der Person. Wie alt ist die Person? Weiß ich nicht, ich habe keinerlei Kontakt zu der Person. Aha. Ich hab's diese Person nur schon mal namentlich gehört. Du wirst es gleich wissen. Du stirbst schon nicht. Aber meine Zuschauer sterben wahrscheinlich gerade. Gott, wie. Ganz ehrlich, Die wollen es auch wissen. das muss so schlimm sein, wenn ich hier erzähle, ne? Oh ja, Niklas, du bist so böse, was du mir für einen Scheiß wie auf ASFM schreibst, ne? Und die dürfen das einfach nicht wissen. Oh, das muss so unglaublich böse sein, ja. Wenn ihr noch Gearbeitsstelle zuschaut und ihr das Video verfolgt, dann bekommt ihr die Antwort. Mindestens. Wenn du die Frage nicht gestellt hast, dann wird dir sowieso der Mund 2 Stunden lang nicht mehr zugehen.
Da dachte ich mir aber, wo ich die Frage gesehen habe, so ganz ehrlich. Also irgendwas geht mit manchen Leuten falsch. Und ich glaube, es geht mit dir falsch, Niklas, aber ich möchte jetzt jemanden voreilig beschuldigen. Oder mit Tim. Aber das wissen wir ja, ne? So. Bin ich ja schon gleich in Frankfurt. Genau, da steht schon auf dem Schild. Genau, einmal links abbiegen. Und dann bin ich auch schon auf direktem Weg nach Hamburg. Dann noch kurz auf eine Landstraße. Hamburg. Einen kleinen Weg. Übrigens, du kannst die Frage nicht mehr auf einem ASFM-Profil finden. Ich habe alle Fragen gelöscht. Wie? Mit dem Alle Fragen löschen-Button. Ah. Im vierten Gang und mit 10 km/h den Berg hoch. Oh yeah. Dann würde ich mal runterschalten. Habe ich gerade. Vom achten in den vierten Gang. Oh, läuft vor dir. Also vom vierten in den zweiten. Wenn man das auf Autogänge übertragen würde. Ich meine, diese Autos, die aus dem Nichts auftauchen und dann rammt man die fast. Obwohl, da war noch genug Platz. So, schlafen muss ich auch gleich wieder. Aber wie gesagt, das ist perfekt abgepasst. Ich muss irgendwie in 1,5 Stunden schlafen und in einer Stunde und 10 Minuten bin ich da. Und zwar muss ich schlafen in 1 Stunde 56 Minuten. Ja, fast hatte ich recht. Läuft bei dir. Ich weiß. So, links sehen wir uns das auch irgendeine Stadt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welche. So, gar nicht, ne? So, das einfach mal den Tempomat. Regelt den auf 80 hoch und lasst den fahren. Überhaupt kein Problem. Und es wird schon wieder Nacht. Hey. So, das ist Ja, installiert. jetzt ist mal wieder allgemeiner Gesprächsthema, ne? Wir waren gerade bei Allgemeine. Mannheim. So, und die übernächste Ausfahrt müssen wir links raus. Okay. Und dann noch einparken. Ich bin nämlich der beste Einparker auf der Welt, ja. Ich sollte mal hochschalten. Dann habe ich geringeren Benzinverbrauch. Nee, das finde ich nicht gut, wenn du geringeren Prinzipverbrauch hast. Du weißt schon. Nein. Erklär's mir.